Vier-Tage-Woche. Das ist ein Instrument, was sehr viel genutzt wird, von vielen Leuten versucht wird einzusetzen, um mehr Mitarbeiter zu gewinnen. Aber was ist eigentlich, was sind die Vorteile davon, was sind die Nachteile davon? Macht der Vier-Tage-Woche langfristig wirklich so einen Unterschied? Darauf gehen wir jetzt ein. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum Video. Mein Name ist Alex, Marvin ist auch wieder dabei. Hi. Und wir wollen jetzt einfach mal aus unserer Agenturpraxis berichten. Wir haben ja mehrere hundert Partner, die über uns Personal suchen, erfolgreich auch finden die Leute. Und das Thema ist hier einfach, dass viele sich natürlich Gedanken machen, ist eine Vier-Tage-Woche interessant, kann eine Vier-Tage-Woche was bringen? Wir haben einige Partner, die haben damit schon Erfahrungen gemacht. Wir haben einige, die wollen damit jetzt Erfahrungen machen. Und einfach mal zu teilen, was kann eine Vier-Tage-Woche bringen, was für Nachteile hat sie aber auch. Ja. Und man muss erstmal kurz verstehen, was heißt Vier-Tage-Woche? Vier-Tage-Woche bedeutet nicht, dass ich nur vier Tage arbeite, also bedeutet schon, ich arbeite nur vier Tage, aber es bedeutet nicht, dass ich weniger arbeite, sondern ich arbeite die 40 Stunden halt auf vier Tage verteilt. Also ich arbeite am Tag 10 Stunden und dafür habe ich den vierten Tag frei. Das ist eine Vier-Tage-Woche. Jetzt gibt es verschiedene Use Cases dafür, muss man erstmal sagen. Es gibt einmal Leute, die halt wirklich ganz klassisch jeden Morgen zum Betrieb fahren, die sind dann halt 10 Stunden unterwegs und dann kommen die halt abends wieder. Und dann gibt es Leute, die auf Montage fahren. Wenn ich auf Montage fahre, also irgendwie ein anderes Bundesland fahre, um meine Aufträge zu erledigen, dann macht eine Vier-Tage-Woche natürlich nochmal deutlich mehr Sinn, weil da habe ich dann sowieso tote Zeit dahinter, mit der ich nichts machen kann, wo ich eh nicht bei der Familie bin. Diese Vier-Tage-Woche würde ich jetzt mal außen vor lassen, weil das ist auch eher eine Sache, die projektseitig da mal angesetzt wird und jetzt nicht dauerhaft ist. Uns geht es in der Betrachtung eher um die Vier-Tage-Woche, die eigentlich nicht notwendig wäre. Wo ich wirklich sage, ich streiche den fünften Tag, dafür arbeitet ihr die Tage immer 2 Stunden mehr jeden Tag. Mhm. Ne? Ja, was sind die Vorteile davon? Das ist ganz klar, man hat einen Tag Wochenende mehr. Mal zusammengefasst. Ne? Was noch ein Vorteil ist, man spart sich einmal Fahrweg. Das ist definitiv auch ein Thema. Was noch ein Vorteil ist, man kann die Aufträge teilweise anders bündeln. Teilweise hat man Aufträge und sagt, ey, jetzt müsste ich nochmal eine halbe Stunde länger machen, dann würde ich es schaffen. Kann man aber nicht, weil ja Feierabend ist ungefähr und dann fährt man halt auch nach Hause. Ja. Das könnte man dann vielleicht durchziehen, alles in einem Rutsch. Das heißt, man kann sich auch für den Kunden vielleicht sogar noch Zeit sparen, kann effektiver werden. Das sind so alles Vorteile davon und es kann ein riesen Recruiting-Instrument natürlich sein. Ich glaube, man muss auch noch unterscheiden, ob sozusagen alle sozusagen den gleichen Tag nicht frei machen. Das stimmt, ja. Oder ob es sozusagen einen gleitenden Übergang gibt, ja. Sodass natürlich der Betriebsablauf, sag ich mal, ungestört ist. Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen. Ja, man hat ja immer die Thematik, wenn man jetzt sagt, nur als Beispiel, wir nehmen jetzt immer den Freitag, dann habe ich das Problem, wenn alle Freitag nicht da sind, dann ruft jemand an und keiner geht ran. So, jetzt mal ganz stumpf gesagt. Ja. Bedeutet, wenn ich sowas mache, wir haben Lösungen da gesehen, dass man zum Beispiel sagt, jede zweite Woche ist dann der Freitag frei. Ne? Also, oder anders gesagt, es gibt nur Wechsel. Die einen haben den einen Freitag frei, genau. Die anderen den anderen Freitag frei. Die haben ja quasi eine 4,5-Tage-Woche so ungefähr. Eine Woche 4 Tage, eine Woche 5 Tage. Das kann zum Beispiel ein Konzept sein, was da funktioniert. Man kann aber einfach sagen, man rotiert den Tag durch. Genau. Ne, man sagt halt, wer wann wie frei hat. Das geht auch. Ist auch eine Möglichkeit. Man muss aber sagen, die 4-Tage-Woche, also erstmal nimmt dieses Durchrotieren den Vorteil von verlängerten Wochenende, wenn man nicht gerade Montag oder Freitag hat. Dann hat man einfach nur 2 Tage Wochenende und dann ist noch ein Tag irgendwann in der Woche frei. Richtig. Und man muss sagen, es gibt einen ganz, ganz großen Nachteil, der dazu geführt hat, dass die meisten unserer Partner so nach 3 Monaten dann entweder gesagt haben, wir schaffen die 4-Tage-Woche wieder ab oder ein Teil der Leute will die 4-Tage-Woche behalten. Das Abschaffen ist nämlich dann ganz schön schwierig. Die behalten die und die anderen haben eine 5-Tage-Woche. Das zu organisieren ist übrigens dann nochmal schwieriger. Na, also von daher, da will man möglichst nicht reinkommen, deswegen sagen wir es vorweg schon mal. Das Problem ist nämlich folgendes. Die Mitarbeiter sehen immer den 5. freien Tag und sagen sich, geil, und diese 2 Stunden länger arbeiten kann ich auch machen, mache ich auch manchmal. Wenn du aber jeden Tag die Woche, außer den einen freien Tag mehr, ne, also die 4 Tage, diese 2 Stunden mehr arbeitest und wenn du normalerweise, keine Ahnung, 16 Uhr Feierabend hast, fängst um 8, um 7 an, hast 16 Uhr Feierabend, hast 18 Uhr hast Feierabend, dann ist der Tag im Grunde gelaufen. Dann hast du keine Freizeit mehr wirklich, hast vielleicht noch eine Stunde abends, bist aber eigentlich groggy, hast auch keine Energie mehr, da irgendwas zu machen, kannst dich eigentlich nach Hause hinlegen und tschüss. Das heißt, du verzichtest, jetzt mal übersetzt gesagt, auf 4-mal Nachmittag, ich habe was, was ich mit der Familie machen kann, und kriegst dafür einen kompletten Tag mehr. Das ist für viele halt nicht geil genug, um zu sagen, ich mache die 4-Tage-Woche. Viele sagen dann, nee, ich habe lieber die 5 Tage, ich habe 5-mal abends ein bisschen Freizeit, mache vielleicht jeden Tag eine halbe Stunde länger oder so und bin am Freitag nur einen Dreivierteltag da. Sowas gibt es dann zum Beispiel als Konzept auch, ja. Was auch ganz gut ist. Aber dieses, dass man wirklich sagt, dass jeder das durchzieht, diese 4 Tage immer durchzuackern, wirklich, das sind ja 10 Stunden, die man durcharbeitet, dann ist man platt nach dem 4. Vor allem körperlich halt auch, ja. Ne? Also ja, gerade körperlich. Gerade körperlich halt, also im Büro mag das noch gehen, was auch ultra anstrengend ist, ja, weil man halt kopfmäßig auch den Tag über halt Anfang des Tages relativ viel Energie hat und das nimmt dann auch relativ ab dann. Und aber gerade wenn du halt auch körperlich arbeitest, dann ist das natürlich, das steckt dann schon in den Knochen, ne, diese 10 Stunden. Ja, auf jeden Fall. Und dieser 5. Tag ist dann auch gar nicht wirklich ein Freitag, was denn das Wort ist, wenn es der Freitag ist, sondern das ist dann eher ein Tag, wo wirklich erholt wird, wo wirklich der halbe Tag rumgelegen wird und man eigentlich gar nichts kommt, weil man noch so K.O. von den Tagen davor ist. So als die Erfahrung, die wir bei einigen Partnern gemacht haben, deswegen ist meine Empfehlung, wenn ihr andere Instrumente habt für Recruiting, und da gibt es mehr als genug, also da gibt es wirklich sehr, sehr viele, die man machen kann, wenn du noch keine kennst, melde dich gerne bei uns, dann sprechen wir dir gerne mal durch. Aber wenn du da noch keine anderen Instrumente hast, dann solltest du dich da informieren.
Aber solange da es Möglichkeiten gibt, solltest du die 4-Tage-Woche möglichst als letzten Schritt machen, weil es bringt sehr viel Unruhe rein. Es kann dazu führen, dass dann wirklich Leute sagen, ich hätte es gerne, ich finde das gut, ich acker gerne die 10 Stunden. Aber die andere Hälfte auch sagt, nee, ich hätte das nicht so gerne. Und dann musst du dich kümmern, dass die alle immer verschieden organisiert werden. Und das ist Aufwand. Vor allem, wenn du eine 8-Stunden-Baustelle hast und 10-Stunden-Baustellen. Das ist in der Komplexität dahinter. Ich meine, du wirst das jetzt wahrscheinlich ganz gut greifen, wenn ich diese Probleme sage. Aber im ersten Schritt, wenn man das erste Mal 4-Tage-Woche hört, noch gar nicht verständlich, was das bedeutet eigentlich. Ja. Und wie gesagt, wir haben wenig Betriebe oder eigentlich, weil ich jetzt weiß, gar keinen, wo es wirklich durchgängig für alle gemacht wird, weil es einfach keiner mal durchhält. Höchstquote würde ich sagen, 50% der Leute, die es nutzen. Und selbst da hast du wieder die Situation, dann holst du von außen einen ab mit 4-Tage-Woche, dann macht er das ein paar Wochen, dann sagt er, ey, kein Bock mehr und geht wieder. Es ist halt alles nicht so toll, wie man denkt. Ne? Es ist natürlich jetzt ganz groß im Kommen, ganz großer Trend, 4-Tage-Woche, aber wie gesagt, die meisten haben es halt noch nicht erlebt und wissen noch nicht, was dahinter steht. Wir haben es bei einigen Partnern erlebt und wissen, was dahinter steht. Und das ist alles nicht so schön, wie es aussieht. Also das Gras ist auf der Wiese der 4-Tage-Woche nicht so grün, wie man denkt tatsächlich. Ja. Also da gibt es auch einige braune Stellen und die zerstören oftmals den Nutzen davon komplett und man ist einfach nur groggy die ganze Zeit. Ne? Ja, das vielleicht dazu. Wenn du da Fragen zu hast, was so Instrumente sein können, schreib gerne in die Kommentare. Und ansonsten gerne natürlich dir eine Beratung bei uns buchen, eine kostenfreie Potenzialanalyse. Dann schauen wir uns genau an, was wir dich tun können. Und ja, wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder, denke ich mal. Ne? Bis dann. Ciao. Ciao.